Wir sind hier heute im wunderschönen Brandenburg und haben zu unserem Presseworkshop geladen, wo wir heute nebst dem neuen Flaggschiff unserer Häcksler-Baureihe 1180 natürlich auch noch unsere neuen Cracker Optimax und diverse Lösungen an unseren neuen Häckslern vorgestellt haben. Die Fachpresse war mit über 120 Journalisten angereist, um sich über den neuen BigX 1180 zu informieren, den wir natürlich auch mit einem angepassten Cracker-Konzept, dem Optimax 205 bzw. dem größten Cracker der Welt, dem Optimax 305, ausgerüstet haben, um für alle Kunden eine optimale Silagequalität und Kornaufbereitung zu gewährleisten. Weiterhin haben wir einige Features an den Maschinen vorgestellt. Als da zu nennen wäre die automatische Gegenschneideneinstellung, die wir bei unserer neuen Generation einführen werden. Und natürlich auch unsere Überladekamera Easy Load, die es dem Fahrer erleichtern wird, auf langen Arbeitstagen die Fahrzeuge optimal zu befüllen. Ich denke, ein Highlight des heutigen Tages war bereits die Eröffnung der ganzen Veranstaltung, wo wir in einer kleinen Choreografie unsere Häcksler über die Fläche haben fahren lassen, um dann im Anschluss den 1180 mit einem 12-reihigen X-Collect, das wir auch neu vorgestellt haben hier, unser neues Schneidscheibengebiss, heute der Fachpresse zu präsentieren und mit der letzten Bahn und der wirklichen Weltpremiere des BigX 1180 hier ein Highlight zu schaffen, was, denke ich mal, nachhaltig für Eindruck gesorgt hat. Und was eigentlich das Wichtigste dieser Veranstaltung ist, ist zum einen natürlich Stahl- und Eisenauswahl zeigen, aber zum anderen ist es uns genauso wichtig, den Pressevertretern zu erklären, warum wir die Maschinen so bauen, wie wir sie herstellen. Zu dem Zweck hatten wir gestern als Referenten einen Tierarzt eingeladen, den Herrn Hüting, der uns mal aus Sicht des Tieres, aus Sicht der Tiergesundheit erklärt hat, worauf es eigentlich ankommt bei Maishäckseln, worauf es eigentlich ankommt, damit Kühe sich wohlfühlen. Denn nur sich wohlfühlende Kühe geben auch eine entsprechende Milchleistung. Und es war schon interessant, hier heute auf dem Feld dann zu sehen, wie das eben mit neuen Korncrackern, mit neuen Gegenschneiden und so weiter dann auch umgesetzt werden kann. Und so dieser Ansatz, weniger über die reine Technik, sondern mehr über die Tiergesundheit der Tiere, der Kühe nachzudenken und zu konstruieren, finden wir einen sehr effizienten Ansatz. Wie Mais, wie Tierfutter beschaffen sein muss, das zeigen wir hier heute in der Praxis, wie wir eben häckseln und wie man als Landwirt, als Lohnunternehmer das eben auch prüfen kann. Dafür gibt es ein entsprechendes Schüttelverfahren und da können Sie genau sehen, wie die Fraktionen im Mais eigentlich gestaffelt sind. Sie müssen sich einfach vorstellen, 50% einer Maispflanze, 50% des Gewichtes sind die Kolben. Das heißt, 50% der Energie der Pflanze, 50% der Stärke liegt in den Kolben. Und da ist eigentlich wichtig, dass die absolut tiergerecht aufbereitet sind, denn die liefern dem Tier die Stärke und die Energiezufuhr. Die pflanzlichen Reste, also Blätter, Stiel und so weiter und so fort, die sind natürlich dafür da, um die Pansenfunktion anzuregen, aber die Energie sitzt im Korn. Und darauf muss sich jeder Häcksler, ob er 10 mm oder ob er 30 mm häckselt, darauf muss er sich konzentrieren können. Es war eine sehr interessante Presseveranstaltung von Krone. Man hat zwar mit dem neuen BigX 1180 ein Topmodell hinsichtlich Leistung und so weiter uns präsentiert, aber es war für uns auch interessant zu hören, dass Krone den Fokus auch auf den Endkunden, das Tier, das letztlich diese Silage oder dieses Häckselgut konsumieren darf, legt. Und das fand ich sehr interessant, dass man eben nicht nur die reine Leistung, PS-Zahlen, Durchsatz pro Stunde in den Fokus setzt, sondern eben auch die Qualität, wie es fürs Tier dann nachher optimal sich präsentieren tut. Bei den hier anwesenden Redakteuren, die wir gestern und heute hier begrüßen durften, hat es uns gefreut. Wir haben etwa 70% Redakteure aus der ganzen Welt, also aus dem Ausland, die wir hier begrüßen durften und ca. 30% der Redakteure, die aus dem Inland kommen. Das zeigt, Krone ist mittlerweile ein international wirklich anerkanntes und geachtetes Unternehmen. Und wenn Krone einlädt, dann kommen die Redakteure aus der ganzen Welt. Und das macht uns natürlich stolz.